Hallo und herzlich willkommen zu Folge 382 der Sims 4 100 Baby Challenge. Hier sind einige unserer Kinder gerade schon beim Frühstück und essen da ein bisschen Obstsalat. Schneewittchen schläft noch, aber sie ist jetzt eigentlich auch wach. Sie kann eigentlich auch mal aufstehen und ein bisschen Obstsalat essen. Heute ist eine besondere Folge. Heute haben viele Sims Geburtstag. Und zwar Schneewittchen, Annabeth, Artemis, Mr. Spock, denn ich habe bei ihm die Mentalfähigkeit noch auf Level 5 bekommen. Und Molly. Also 1, 2, 3, 4, 5 Sims haben heute Geburtstag. Das ist eine ganze Menge. Und es ist vor allem nicht nur was Besonderes, weil... Buch veröffentlichen, yep. Nicht nur was Besonderes, weil so viele Sims Geburtstag haben, sondern vor allem eben auch, weil Schneewittchen heute zur Seniorin wird. Und demnach... ja, doch ein ganz großer Anteil der Baby-Challenge da mit dem Ende zugeht. Mit Schneewittchen, die dann eine Seniorin ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier so ein bisschen dekoriert. Ich habe 3 Geburtstagskuchen insgesamt. Das heißt, nicht jeder Sims hat einen eigenen Geburtstagskuchen. Aber ich dachte mir auch, wie soll ich hier 5 Kuchen platzieren und wann sollen wir die alle aufessen? Also dachte ich, 3 Kuchen passen auch. Dann müssen halt ein paar den Kuchen doppelt verwenden. Beziehungsweise Molly braucht ja gar keinen Kuchen, um älter zu werden. Und dann könnten wir hier ein Buffet haben mit Getränken und hier halt eine Tanzfläche. Und ich dachte, das wäre doch ganz nett für den Geburtstag. Und dann können wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich würde jetzt hier die Sims vielleicht mal essen lassen. Ich würde vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht so mittags rum irgendwann den Geburtstag starten. Wir haben Sonntag, das heißt hoffentlich sind auch viele von unseren Gästen nicht auf der Arbeit und können dann wirklich auch kommen. Wie geht's euch denn sonst so? Dir geht's super, dir geht's so gut wie Schneewittchen. Bei dir habe ich eben geguckt, dir geht's gut. Du gehst mal zur Toilette. Ja. No, und was lernt ihr hier für eine Fähigkeit? Oh, warte, ich bin noch hier. Ach, die sagen mir hier gar nicht, was sie da lernen. Naja, jedenfalls ist es heute aber auch so ein bisschen grauer Himmel. Das heißt, vielleicht kann Schneewittchen, wenn sie damit fertig ist, gleich mal hier... das Wetter ändern zu wolkenlosem Himmel, das wäre vielleicht ganz schön, dass wir auch Sommer, Sonne haben, während wir hier sind. Und eigentlich können die Sims ja auch ums Haus drumherum gehen und dann hier auch ins Planschbecken gehen und da entspannen, wenn sie das wollten. Ich überlege für Molly, wenn wir mit Molly loslegen, wir wollen ja nach Brindleton Bay ziehen. Und in dieser Nachbarschaft am Meer in Brindleton Bay gibt es ja auch 2 große Grundstücke. Eins, das ist wirklich richtig, richtig groß und eins, das ist so halt... ziemlich groß. Und auf eins dieser beiden Grundstücke möchte ich ziehen, weil ich möchte mal die Baby-Challenge spielen mit einem richtig großen Grundstück. Vielleicht auch so, wo wir dann ein Feld irgendwie haben können mit Pflanzen. Oder wir könnten auch ein Feld mit Solarzellen dahin platzieren. Weil ich meine jetzt hier bei der Baby-Challenge, dafür, dass es ein Baby-Challenge-Haus ist, ist hier das Grundstück eigentlich eher auf der kleineren Seite. Und dann haben wir dann für alles auch einfach mehr Platz und mehr Möglichkeiten. Wie geht's dir eigentlich, Bianca? Dir geht's auch richtig gut. Ach, das freut mich, dass es den Kindern an sich gut geht. Wenn wir die Party steigen lassen, lasse ich vielleicht Molly auch, vielleicht stelle ich Molly mal draußen hin, dann kann sie draußen älter werden. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre vielleicht ganz cool. So, Schneewittchen. Wie sieht's aus? Wetter wurde erfolgreich geändert. Okay. So, dann würde ich jetzt mal hier die Torten nach draußen räumen. Und dann gleich die Party mal steigen lassen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Merkt man das? Oh, ich bin so, so, ha, sie wird älter. Und dann irgendwie, alles ändert sich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, genau, wir haben einmal hier diese Torte. Wir haben einen Honigkuchen, der noch ganz ist. Wir haben so schon so viel Kuchen im... Dingens. Und wir haben hier einen Kokoskuchen. Eieieiei. Und dann haben wir hier noch wie viele angebrochene Kuchen noch im Kühlschrank. Wir werden wahrscheinlich bis zum Rest unserer Tage von Kuchen leben können. Gut, dann lasst uns hier mal starten. Gesellschaftliches Ereignisplan. Yay. Ich bin so nervös. Ich bin richtig aufgeregt irgendwie. Tantiemenbericht, yay, wir haben Geld bekommen.
Oh, was wir auch noch machen müssen, ist der ganze Kram aus dem Briefkasten verkaufen. Nein, dieser Teppich. Wisst ihr, was das nächste Baby-Challenge-Haus nicht bekommt? Eine Fußmatte. Weil mich die wahnsinnig macht. Hallo, wir haben Geburtstag, kommt vorbei. Okay. Geburtstagsparty. Können wir mehr als nur ein Geburtstagssim auswählen? Ja, können wir. Nice, okay. Gäste. Leute, die bei uns im Haushalt wohnen, müssen wir nicht unbedingt einladen. Das ist ja okay. Wen wollen wir denn mal einladen hier? Wir schauen erstmal nach den Leuten, die wir unbedingt dabei haben wollen. Und danach, oh Mondkind ist hier in ihrer Dingensversion. Ich dachte gerade, du siehst aber aus, als hättest du zu lange nicht geschlafen. Ich würde nämlich gerne Phoebe und Joffrey natürlich dabei haben, aber auch gerne den Vater von Molly. Warum haben wir mit Krümelmonster nur so eine schlechte Beziehung? Ach, weil das Schwester ist und nicht Kind. Ich erinnere mich. Unseren Vater, ja. Joffrey. So, jetzt können wir schauen, wen haben wir denn hier noch gerne dabei. Ich soll kommen und Leonie soll kommen. Genau, Leonie soll hier auch demnächst einziehen. Guck mal, hier ist noch Spike, der Blut. Spike war der erste Baby-Challenge-Vater dieser Generation. Das ist richtig so. Oh, guckt mal, sowas. So, wer soll jetzt als nächstes noch kommen? An Leuten. Urmel und Conny können mal kommen. Cleo und Eragon können mal kommen. Poe kann mal kommen. Prim kann mal kommen. Clary kann mal kommen. Hermine kann kommen. Oh, das ist so. Ach, guck mal, hier hört schon auf. Das ist halt, wir können nicht alle Kinder einladen. Dann ist es irgendwie, wir müssen eine Auswahl treffen. Dann ist das direkt doof. Wobei, wenn wir Poe eingeladen haben, sorry, Harry, dann sollten wir Lala auch anrufen, einladen, weil ich meine, das sind die ersten Kinder der Baby-Challenge. Ich finde, das bedeutet schon was. Und außerdem werde ich die jetzt demnächst auch älter werden lassen. Und zwar alle der vorherigen Generation hier. Wir haben eigentlich keine Bar, deswegen brauchen wir keinen Mixer. Da sind auch nur Leute, die wir eigentlich nicht haben wollen. Caterer brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, komm, dann lassen wir es mal so. Dann lassen wir es mal so. Und wir feiern bei uns zu Hause. In unserem schönen Garten. Okay. So, wartet mal. Dann stelle ich Molly mal nach draußen. Ich stelle das Kind mal raus. Und dann muss ich hier noch bei dem Dingenstisch noch Essen servieren. Ach, ich kann hier auch mal einschalten. Vielleicht können wir mal Latin Pop hören, weil wir waren ja demnächst im Urlaub. Vielleicht hat Schneewittchen so eine Leidenschaft gefunden für das Essen. Für das Essen. Für die Musik. Ich bin so nervös. Ich weiß nicht mehr, was ich hier mache. Also können wir die Lasershow hier einschalten? Yay! Und dann könnt ihr schon mal hier tanzen gehen, wenn ihr wollt. Ja. Vielleicht kommt dann so Partystimmung auf bei den anderen Leuten. Oh, warte, du musst erst zur Toilette gehen. Egal. Du kannst ja auch erst zur Toilette gehen. Wir stellen hier den Dingens hier mal rein. Der erste Gast ist ein Paparazzi, ha? Ja, natürlich. Okay, und dann können wir hier mal Molly versorgen. Und danach können wir vielleicht auch Molly älter werden lassen. Ich meine, wir haben so viele Geburtstage, da müssen wir hier ein bisschen loslegen. Hier, das haben wir ja offen, ja? Okay. So, kannst du eigentlich Fruchtpunsch trinken? Ich glaube nicht so richtig, aber du kannst dann auch hier mal tanzen gehen. Du kannst hier mal tanzen gehen.
So. So, und jetzt wird Molly älter. Oh, ich bin so gespannt, ob Molly. Ach, warte, Molly hat ja heute Geburtstag. Lass mich das mal gerade gucken. Ja. Ob Molly rote Haare hat oder nicht. Das bin ich wirklich gespannt. Wir haben Geschenke, Geschenke. Molly ist älter geworden. Ich dachte für Molly, weil Molly wird ja ein familienbewusster Sim. Ich dachte, vielleicht könnte sie als Kind eher anhänglich sein, als so für die Familie. Oh, sie hat schwarze Haare. Okay, dann werden wir das noch ändern in der Stelle 1 Sim irgendwann. Wir haben Geschenke ohne Ende bekommen, okay. Yay! Okay, dann kommt hier der nächste Geburtstag. Artemis. Lieber Artemis. Kannst du hier mal einen Geburtstagskuchen auspusten und kannst dann auch mal älter werden, weil wir müssen uns hier fast ein bisschen ranhalten, weil so viele Sims älter werden. Und Joffrey tanzt hier allein in der Küche. Ach, Joffrey. Aber hey, hier wird getanzt, hier fließt der Fruchtpunsch. Das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt alles. Artemis! Yay! Und guck mal, Lala freut sich für Artemis. Das ist doch schön. Ich blätter hier schon mal nach deinen Merkmalen. Und alle schauen zu. Na, nur Mr. Spock nicht. Der tanzt da hinten alleine. Yay! Woo! Und zwar Artemis ist. Oh. Artemis möchte seinen Seelenverwandten finden. Nein, nicht Serienromantiker. Ups. Artemis möchte seinen Seelenverwandten finden. Artemis ist Katzenfreund. Und. Oh. Einzelgänger. Was vielleicht ein bisschen interessant wird, wenn er seinen Seelenverwandten finden möchte. Vielleicht hat er irgendwie nur so. Oh, er sieht auch spannend aus. Sag mal, wer ist denn dein Vater eigentlich? Von wem hast du das Gesicht geerbt? Können wir das hier gerade mal sehen? Axel Meyer. Okay. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir mal einen Axel Meyer kannten. So, Artemis, möchtest du vielleicht für Mr. Spock gerade hier den Kuchen nochmal verkuchen und danach können wir eigentlich alle Kuchen auch so lassen, wie sie sind? Komm, füg mal Kerzen hinzu, danach kann Mr. Spock hier älter werden. Kerzenhilfe von. Vielleicht mal von Artemis, warum nicht? Oh, und jetzt setzt sich Joffrey hier hin. Das ist aber eine. Ihr müsst hier vom Essen noch was essen, ne? Wir haben sonst viel zu viel. Oh, und du hast geschafft, die Bienen zu verärgern. Ja, okay. No, und wirst du jetzt hier älter? Hey, guck, die Party, die ist schon irgendwie zum Drittel irgendwie rum. Und wir irgendwie haben erst ein Drittel der Sims älter werden lassen, gefühlt, die älter werden oder so. Sag mal, Molly, wie geht's dir eigentlich jetzt hier? Du bist ein bisschen müde. Ah, guck mal, hier ist dein Papa. Kannst du mit dem mal reden? Vielleicht können wir von dem mal fragen, ob wir eine gute Nachtgeschichte hören können. Nein, im Moment noch nicht. Okay. Können wir mal brabbeln. Ich werde Molly schon als Kleinkind rote Haare geben lassen. Wir tun einfach so, als wäre. Ich meine, manchmal werden Babys ja auch mit schwarzen Haaren geboren und später haben die eine andere Haarfarbe. Ich meine, das wäre ziemlich häufig. So, kriegst du hier keine Kerzenhilfe? Du solltest mal älter werden hier. Kerzenhilfe von Artemis. So, Schneewittchen, nein, 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 nicht an den Computer gehen. Komm hier mal wieder raus. Oder nicht hier hin joggen, aber hier tanzen gehen. Clemens Frost ruft uns an. Guck mal, Joffrey ist der Einzige, der sich richtig gut verhält. Der hat hier sich schon mal was zu essen genommen. Das ist schon mal gut. Und hier, Michael Ebony als stolzer Opa singt hier mit. Sonst niemand. Yay, komm. Werd älter. Juhu. Ich finde irgendwie dieses Geräusch von diesem Fruchtpunschbrunnen sehr beruhigend. Wer bist du? Das ist Clary. Ach, hi Clary. Okay. So.
Schaffst du das hier, Schatzi? Du guckst einfach nur super böse. Scheint nicht gerne älter werden zu wollen. Oh. Ich pausiere mal hier kurz irgendwie. Vielleicht versteht das Spiel danach. Ich glaube, das Spiel ist so ein bisschen überfordert im Moment von hier. Allem, was passiert, was ich verstehen kann. Ich bin persönlich ja auch ein bisschen überfordert von allem, was hier passiert. Ja, guck mal hier. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Oh. Und jetzt wirst du älter. Und? Kann hier direkt danach Annabeth auch mal älter werden. Hui! Und du bist älter geworden. Und ui, du bist ein künstlerischer Sim. Und du bist außerdem ein Bücherwurm. Wir haben Geschenke bekommen ohne Ende. Wir sind ein Newcomer. Okay, so, Annabeth, meine Liebe. Du bist eine Schülerin und du hast hier Dingens auch gelernt. Ne? Ich muss das nur gerade mal überprüfen. Nein, die Empathie ist wieder runtergegangen. Was hat sie denn gemacht? Oh nein. Ich dachte, sie könnte heute auch älter werden. Schaffen wir das noch? Vielleicht kann sie jetzt noch ehrenamtlich arbeiten gehen. Und wenn sie zurückkommt, kann sie dann wieder... Kann sie älter werden? Ernsthaft, ich könnte schwören, wir hätten das doch gestern geschafft, dass das dann fürs Merkmal gereicht hätte. Meine Güte. Schneewittchen jedenfalls. Kannst du hier mal... Oh mein Gott, Schneewittchen. Kannst du hier mal Kerzen auspusten? Oh mein Gott. Schneewittchen wird älter, Leute. Ich kann nicht damit umgehen. Da kommt Phoebe. Phoebe sieht jetzt, wie Schneewittchen älter wird. Guck mal, wie cool Phoebe aussieht, meine Güte. Yay, und Phoebe feuert uns immer an. Ich weiß, dass mein Opa noch am Leben war, als mein Onkel in Rente gegangen ist. Das muss sich ungefähr so anfühlen. So, mein liebes Schneewittchen. Ich pausiere dich hier mal kurz. So, Molly, was passt dir denn nicht? Du bist müde. Kannst du vielleicht hier einfach mal... Warte, aber erstmal solltest du was essen. Kannst du hiervon was essen? Nimm dir davon mal ein Gericht. Ich pausiere hier mal kurz, damit das Spiel hinterherkommt mit allen Interaktionen, die laufen. Aber ich finde das voll nett. Guck mal hier, Geoffrey und Michael Ebony sitzen hier zusammen und unterhalten sich. Also die beiden Papas sozusagen von Schneewittchen. Hier Artemis redet mit Conny. Die beiden reden miteinander. Ich finde, das ist eine wirklich nette Atmosphäre irgendwie hier so als Gartenfest. Das muss ich wirklich sagen. Und Oma Phoebe geht erstmal zum Essen. Phoebe ist so ein Champion. Das ist so cool. Schneewittchen. Oh mein Gott, ich weiß noch, als sie geboren wurde. Yay! Juhu! Oh mein Gott, Schneewittchen ist älter geworden. Oh! Ach, guck mal. Sie sieht so glücklich aus. Richtig so. Ha, ist das schön. Oh, meine Güte. Wir haben Geschenke ohne Ende bekommen. Ach Mensch. Okay, darauf erstmal ein bisschen Fruchtpunsch. Und guck mal, sie und Schneewittchen, sie und Phoebe, jetzt beide irgendwie als ältere Damen. Oh mein Gott. Sie sieht so cool aus als Senior. Und die grauen Haare stehen ihr so gut, da werden ihre Augen kommen so zur Geltung dadurch. Oh mein Gott. Ich finde, sie sieht als Seniorin besser aus als Erwachsene irgendwie. Also nicht, dass sie da nicht auch gut aussah, aber ist das krass. Oh mein Gott. So. Ah, du warst noch gar nicht ehrenamtlich arbeiten, oder? Wo ich dir das gesagt hatte. Nee. Vielleicht schafft sie das noch innerhalb von dieser Folge. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir können so lange hier mal feiern gehen.
Und ihr könnt euch natürlich hier alle bedienen von allem, was hier noch steht. Und wir werden so viel Essen übrig haben, was wir die nächste Zeit noch essen können. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Wir haben Mandelmakronen, frittiertes Gemüse, Würstchen mit Paprika. Hier, das ist ein Truthahn oder irgendwie sowas. Brathähnchen, ist das okay? Und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und Chips. Ich glaube, das ist Fisch, ne? Ja. Ach Mensch, da kommt Hermine. So, und du isst was? Dann isst das mal, danach kannst du mal schlafen gehen. Aber isst das erstmal. Irgendwie haben unsere Kinder in letzter Zeit immer die Frisur. Mr. Spock hatte die auch. Okay. Ach, guck mal, wie hier alle zusammensitzen. Ah, ist das nett. Ah, das freut mich voll. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist Conny. Und oh, guck mal, hier Schneewittchen hat gerade Joffrey noch umarmt. Oh, mir blutet hier das Herz wirklich. Das ist ja aber schlimm hier irgendwie. Das ist so richtig, so alle sind zusammen. Und irgendwie, ich meine, viele Leute, von denen wir schon mal Let's Plays gesehen haben, Omen und Conny, Schneewittchen und Joffrey. Gut, du kannst hier mal reingehen und zur Toilette gehen. Ich habe die Kinder, die Bedürfnisse, habe ich alles überhaupt nicht mehr im Blick. Ach, krass. So, möchtest du hier mal... Möchtest du mal... Ups, Joffrey ist verschwunden. Ach, der ist jetzt hier hinten bei den Leuten. Ach ja. Aragorn ist hier. Phoebe ist hier. Cleo. Leonie. Das freut mich auch, dass Leonie... Leonie wird jetzt einziehen, sobald Annabeth junge Erwachsene ist. Dann können Annabeth und Alex beide ausziehen und Leonie soll ja jetzt ein Kind haben. Also ich nehme an, jetzt im Moment hätte Leonie schon ein Kind, halt als Baby. Und ihr bedient euch mal langsam am Essen, genau. Das wäre mal toll. Möchtest du vielleicht auch mal was essen? Möchtest du vielleicht mal ein Stück Kuchen essen? Von deinem, weil wir haben ja hier, wir haben so viel Kuchen im Moment. Ich hätte nie gedacht, dass ich einem Zimmer sage, fang mal den Kuchen an. Statt immer nur, Hände weg vom Kuchen. Oh mein Gott, die Party ist gleich auch schon vorbei. Dann feiert unser Haushalt aber ein bisschen weiter, bis Annabeth zurückkommt und dann auch älter werden kann. So, was ist hier mit der Kleinen? Kannst du das nicht essen? Ich habe das Gefühl, sie schläft irgendwie so ein bisschen über ihrem Essen. Eieiei. Oh, ich muss häufiger Gartenfeste feiern. Hier, das ist so schön irgendwie. Na! Und die beiden sind auch so süß. Hier, die drei. Ganz ehrlich, für Molly sind das dann, ist das irgendwie wie der Ältestenrat, der dann zu ihr kommt und ihr irgendwie beiseite steht. Na. So, du kannst auch hier Mr. Spock mal in die Gruppe hinzufügen. Richtig, so. Guck mal, Phoebe und Leonie. Ich meine, Phoebe kennt Leonie ja auch schon, seit sie wirklich klein war. Es wird hier so langsam dunkel. Yay. Die Party ist vorbei. Ich hoffe, Annabeth kommt gleich zurück. Ihr könnt ruhig alle... Wir könnten hier auch einfach die Türen abschließen. Dann müssten die Leute hier noch drin bleiben. Aber das machen wir nicht. Wir nehmen ja keine Geiseln bei Festen. Meistens. Aber ihr könnt ruhig noch ein bisschen hier bleiben und noch fertig essen, wenn ihr wollt und so. So, du bist müde und traurig. Oh, bei dir ist alles im Argen. Kannst du mal versuchen, ob du von dem Gemüse was essen kannst, wenn du eben von dem anderen schon nichts essen konntest, Schatzi? Och, Mollilein. Jetzt müssen wir uns gleich mal um sie kümmern. Jetzt gehen auch immer mehr heim. Ja, das ist ja auch okay. Oh mein Gott, Schneewittchen ist Seniorin. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Wir haben so viel Essen, was wir gleich noch irgendwie in den Kühlschrank räumen müssen, dass alles irgendwie da ist. Magst du mal Fruchtpunsch trinken, dass sich das zumindest so ein bisschen gelohnt hat hier? Annabeth verliert Konfliktlösung. Solange sie nicht Empathie verliert, ist das nicht so schlimm.
So, du versuchst jetzt das frittierte Gemüse zu essen. Am Ende wird uns Molly noch weggenommen. Ja, hier. Guck mal, kannst du das denn essen? Ja, um Gottes Willen, sie isst was. Stellt euch das mal vor. Heiß, brennende, heiße Temperaturen, ja. Pass auf, wenn du das gegessen hast, kannst du hier mal schlafen gehen. Am Ende irgendwie ist Molly das erste Kind, was vom Jugendamt weggenommen wird. Nein, ernsthaft, Kind, isst was. Ist das, weil du anhänglich bist? Nein, du kannst jetzt was essen. Fast einen Schreck bekommen hier. Ohnmächtig werden, oh Gott. Kannst du hier ein Nickerchen machen stattdessen? Okay, mit dem Kind ist es wirklich schlimm. Ich meine, wir könnten uns natürlich auch mit einem Erwachsenenzimmer um das kümmern. Wer bist du? Du bist nicht vom Jugendamt? Nee, du bist einfach nur Artemis und ich habe dich nicht erkannt. Ich dachte gerade, das Kind wird uns weggenommen. Oh nein. Wie geht's dem anderen Kind? Dem ist zu warm, aber sonst geht's. Möchtest du vielleicht mal hier nach drinnen spielen gehen? So, du hast dein Merkmal jetzt zusammen. Super. Ich habe mir nämlich schon Gedanken gemacht, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert heute. Aber okay, das heißt, wir kriegen dich heute auch noch älter. Das ist ja super. Ach, guck mal. Super. Super. Das ist zwar jetzt nicht mehr innerhalb der Party. Warte, wurden hier die Kerzen runtergenommen? Ah, der Kuchen ist verdorben. Oh nein. Kannst du denn hier mal Geburtstags... Oh nein, der schöne Honigkuchen. Das ist wirklich eine Tragödie. Der Kuchen nicht mehr gut ist. So, wo ist das Kleinkind? Es geht jetzt dahin, ein Nickerchen machen. Okay. Oh, guck mal hier. Unser besessener Fan, der aber auch unser Onkel ist, tanzt hier noch so ein bisschen mit. Ja, kann er. Und Lala ist immer noch da. So, Schatzi, möchtest du jetzt mal hier Kerzen auspusten und Lala darf zuschauen? Lala hat heute auch ihren letzten Tag als Erwachsene. Danach wird sie Seniorin. Oh mein Gott, okay. Annabeth. Wuhu! So viele Geburtstage, da kann man gar nicht mit umgehen. Yay! So, und Annabeth ist düster. So, und ich räume jetzt hier mal alles an Kuchen und an Zeug. Ist das noch gut? Ja. Räume ich mal alles in den Kühlschrank, damit das nicht weiter schlecht wird. Frittiertes Gemüse ist noch gut. Ups. Ernsthaft, kann ich das nicht darüber räumen? Würstchen mit Paprika. Ist noch gut. Brathähnchen. Ist noch gut. Was auch immer mit Chips. Ist noch gut. Mandelmakronen ist noch. Wir müssen bis Molly auszieht, wahrscheinlich nicht nochmal kochen. Frittiertes Gemüse. Ist auch noch gut. Ja, okay. Oh mein Gott, was für eine Folge. So viele Sims sind älter geworden. Im Prinzip ist so eine ganze Alterungswelle hier durch den Haushalt gegangen. Ich werde von Annabeth und Alex nächste Folge noch ein Foto machen. Und vielleicht noch ein Makeover für beide. Und Molly kriegt auf jeden Fall ein Makeover, weil sie ja rothaarig ist eigentlich. Und dann nächste Folge hoffe ich, kann Leonie einziehen. Und es ist alles so aufregend und alles so viel. Und irgendwie bin ich so, wow. Aber ich fand das Fest voll schön. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, ein Gartenfest zu feiern. Ich fand, das ist echt hübsch geworden. Und ich habe mich so gefreut über alle Sims, die gekommen sind. Manchmal kommen ja auch die Sims nicht bei den Partys. Von daher bin ich super froh, dass das funktioniert hat und dass wir die alle nochmal gesehen haben und so. Ja, oh mein Gott. Okay, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!